Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Urlaub liegt in der Luft. Ich bin Marcel Ehmann, habe wieder einen netten Gast hier bei mir sitzen. Das ist die Karen Wittel. Servus. Hallo. Karen, du machst Urlaub. Ja, im Moment bin Urlaubsträume war, wollte ich natürlich den Satz vollenden. Ja, genau. Im Moment genau, bist du hier, ja? Genau, im Moment bin ich hier. Danke, dass ich hier sein kann bei dieser mega tollen Aussicht. Ja, gell? Wir haben hier den Postkartenblick auf die Skyline, ne? Ich habe auch schon ganz viele Fotos gemacht. Ja? Ja, fürs private Album, aber natürlich auch für unsere Facebook-Seite nachher. Fürs private Album? Hast du so ein Fotoalbum auch noch? Nein, oder meinst du das digitale Album? Nein. Sowas habe ich nicht. Ach, jetzt fast ein bisschen nostalgisch geworden hier. Karin, aber, ja, ich mache das. Also, kleiner Tipp, es gibt echt coole Apps, die sowas machen. Vor allem für Leute, die sehr gerne reisen. Und ich habe da so eine App. Alles dokumentiert, was ich so an Reisen mache. Mhm. Und aus diesen Dokumentationen, die ich mache, kann ich... Hier ins Mikro reinsprechen. Entschuldigung. Sonst hört man dich draußen nicht. Ja, ich übe das noch. Ja, du hast noch eine Stunde Zeit. Aus diesen ganzen Reisen mache ich dann meine Fotobücher. Ja, also diese App hilft da ungemein bei. Mhm. Reisen ist ja dein Thema, ne? Erzähl doch mal gerade den Grund, warum du hier bist. Ja, also ich habe eine Urlaubsagentur. Wir sind Reiseveranstalter, Atambo Tours, für nachhaltige Urlaube weltweit. Also sowohl für Europa als auch für Südamerika, Latein, also Amerika, eigentlich alle Kontinente bis auf Australien. Mhm. Das ist nicht so mein Thema, da war ich nämlich selbst noch nicht. Und wir verkaufen nur, was wir selbst kennen, wo jeder von uns schon war. Wir sind ein Team von Globetrottern, die ganz viel reisen und sehr gut. Das klingt so schön, wir wollen diese Stunde auf jeden Fall so viel mehr darauf eingehen, auf dieses tolle, tolle Thema. Und wollen natürlich auch viel über dich erfahren, Karin, ne, wie du dazu kamst und so weiter und so weiter. Und wir hören auch ein bisschen Wunschmusik von dir. Jetzt erstmal was aus dem Supermix hier bei uns. DJ Antoine Hörner mit Marjorie und Three Doors Down, It's Not My Time hier bei Radio Frankfurt. Chef on Air. Chef on Air, es liegt ein Duft von Sonnencreme, exotischen Cocktails und mehr in der Luft. Die Karen Wittel ist hier bei mir zu Gast. Grüß dich, Karen. Hallo. Inhaberin von Atambo Tours im Westend hier bei uns, ne? Genau. Atambo Tours ist ein nachhaltiger Reiseveranstalter. Stimmt, genau. Kann ich denn überhaupt, also das ist wirklich eine Frage, kann ich überhaupt nachhaltig reisen? Geht das überhaupt? Ja, das hört sich erstmal so an, als würde sich es ausschließen. Das tut es natürlich in gewisser Hinsicht schon, weil man beim Reisen, insbesondere beim Fliegen, wahnsinnig viel CO2 emittiert. Mhm. Aber wir kompensieren die CO2-Emissionen, die bei den Reisen, anfallen, genau. Und darüber hinaus ist es uns ganz wichtig, dass unsere Kunden auf Augenhöhe reisen, dass sie viel vom Land mitnehmen. Also wir lehnen zum Beispiel All-Inclusive, wenn es irgendwie geht, ab, weil wir möchten tatsächlich, dass die Leute, wenn sie vor Ort sind, auch tolle Erlebnisse haben. Ja, was habe ich denn für Erlebnisse, wenn ich nur am Hotelstrand sitze und nicht dieses kleine, schöne Fischerdorf irgendwo in dem karibischen Strand kennenlerne? Oh, da bin ich ja sowas von bei dir. Mhm. Was heißt denn Reisen auf Augenhöhe? Ja, das ist der Begriff, bedeutet für mich persönlich, dass du tatsächlich auch die Menschen, mit den Menschen interagierst. Also, dass du ein bisschen eintauchst auch in dieses Land. Ach so, du meinst mit den Menschen vor Ort. Das ja, meinst du. Genau. Okay, verstehe. Ja? Hm? Ja. Also einfach diese Interaktion hast, dir auch was anschaust und so weiter. Also nicht nur im Hotel verbleibst. Und wie kompensiert ihr diesen CO2-Ausstoß, den ich durch den Flieger habe? Da gibt es mehrere Anbieter. Wir haben uns für die gemeinnützige Gesellschaft Atmosphäre entschieden. Mhm. Es gibt unterschiedliche Standards. Atmosphäre hat den Gold-Standard, also den besten Standard. Und es ist so, dass man ausrechnet, wie viel eine Reise an CO2 emittiert. Und dafür, dem wird sozusagen ein Eurobetrag entgegengesetzt. Und dieser Eurobetrag wird in ein Projekt irgendwo auf dieser Welt gespendet. Aha. Und damit werden dann zum Beispiel Biogasanlagen in Nepal gebaut oder effektive Öfen für afrikanische Dörfer verteilt. Oder okay. Ähnliches, ja. Heißt das, mich kostet auch der Urlaub dann mehr? Nein, weil wir tragen das als Kosten für die Kunden. Das heißt, der Kunde zahlt nicht mehr. Wenn er das müsste, würde er es nicht tun. Das haben wir früher probiert. Aber ich bin jetzt baff, muss ich sagen. Wie macht ihr das? Ja, wir geben uns Mühe, effektiv zu arbeiten, aber wir sind ja auch kein Reisebüro, sondern Reiseveranstalter. Das heißt,
Wir arbeiten direkt mit den Leuten vor Ort zusammen. Wir haben nicht so eine lange Wertschöpfungskette und so viel Zwischenverkäufer und dadurch lässt sich einiges sparen und das investieren wir dann eben in die CO2-Kompensation. Also nachhaltig reisen, ohne mehr zu zahlen. Wieso sollte ich das denn nicht machen? Also wieso sollte ich jemals wieder anders reisen? Oder? Es ist tatsächlich so, dass es gibt Leute, die haben da Vorurteile. Wir hatten sogar eine Azubinin, die jetzt bei uns anfangen wollte. Und die hat uns abgesagt, unter anderem mit dem Hinweis, dass sie sich dieses nachhaltige Arbeiten nicht vorstellen kann, weil sie nicht zu dem nachhaltigen Thema steht in ihrem persönlichen Leben. Also sie findet es zwar wichtig, aber sie kann das nicht so hundertprozentig irgendwie für sich adaptieren und deswegen hat sie uns abgesagt. Nee, sie kann es nicht verstehen wahrscheinlich. Das weiß ich nicht. Also kommt es mir jetzt gerade. Hat mich sehr gewundert, weil Fridays for Future, die Leute sind jetzt irgendwie alle auf der Straße. Aber da sitzt ja eine neue Azubine hier, oder? Nein, sie ist bei uns Praktikantin. Wer sitzt denn hier auf der Couch, um das mal zu erwähnen? Genau, das ist die Carina. Hallo Carina. Hallo Carina, Grüße. Ja, sie winkt uns zu. Genau, Carina ist süße 20 Jahre alt, schreibt gerade ihre Bachelorarbeit über das nachhaltige Reisen. Und die Kommunikation von nachhaltigem Reisen ist natürlich bei uns dann goldrichtig aufgehoben. Super gut. Karin, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 48. Und grün ist wohl deine Lieblingsfarbe. Sitzt sie in einem grünen, schicken Hemd mit grauer Weste, auf jeden Fall, blonden, gelockten Haaren. Und wo kommst du her ursprünglich? Ich bin eine echte Frankfurterin. Ach, das ist ja ein Ding, du. Mhm, aber du warst lange weg gewesen, gell? Ich bin in Sachsenhausen, bin ich geboren. Also, ob das jetzt Frankfurt ist oder nicht. Klar. Hiptebach und Triptebach. Genau. Was ist denn jetzt was? Ich habe es mir versucht. Das habe ich auch vergessen. Das gibt es doch nicht, dass mir das keiner erklären kann. Ich will das jetzt nicht. Ich will mich jetzt hier nicht im Radio. Pass mal auf, der Ralf Wagner vom Appleboy Wagner war hier bei mir gesessen. Also vom, der wusste es auch nicht. Sehr gut. Wenn es mir irgendjemand erklären kann, liebe Leute, bitte mal anrufen hier bei uns. Aber Karin, du bist jetzt wegen Urlaub machen hier. Du warst lange weg gewesen, um das kurz mal anzureißen. Wir wollen später mehr drauf eingehen. Wie lange warst du im Ausland und warum? Meine Eltern waren Entwicklungshelfer und ich bin eigentlich so richtig wieder nach Deutschland gekommen nach dem Abi zum Studieren. Ich habe dann hier in Frankfurt angefangen zu studieren. Klasse Geschichte, wollen wir gleich näher drauf eingehen. Jetzt spielen wir erstmal ein bisschen Musik. Hier ist Lee & Rimes, Can't Fight the Moonlight bei Radio Frankfurt, Chef on Air. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert ihre Mittagspause. Karin Wittel sitzt hier bei mir im Studio mit grünem Hemd und ist mit dem Fahrrad da, ne? Ja, genau. Das ist so genau alles so dein Ding, ne? Nachhaltigkeit und Umwelt. Ja, und wobei ich finde, Fahrrad ist auch per se einfach total praktisch in Frankfurt. So eine schöne kleine Stadt. Du kannst einfach alles mit dem Fahrrad machen. Oder ist auch ein Auto, oder? Ich habe ein Auto, ja. Ein Diesel. Nein, ein ganz normaler Benziner und eine Schwalbe. Also eine Schwalbe. Eine Elektroschwalbe. Ach ja, die sind ja wieder, also Schwalbe, wer es nicht weiß, ist aus dem Osten kommend, ein Motorroller. Ja. Und dann gibt es jetzt wieder neu mit E-Motor. Ja, und es sieht so cool aus. In einer schönen hellblauen Lackierung hat mir mein Mann geschenkt. Und den fahren wir beide, wobei er fährt ihn ein bisschen mehr als ich, denn ich fahre eben viel mehr Fahrrad. Aber so die längeren, also Stichwort Sachsenhausen. Ich habe eine Freundin, die in Sachsenhausen lebt. Mhm. Das mache ich dann doch lieber mit der Schwalbe, weil den Berg da hoch, Du kommst aus Sachsenhausen ursprünglich? Nee, gar nicht. Was? Du hast eben gesagt, du kommst Ich bin da geboren, aber aufgewachsen bin ich im Ausland. Haben wir ja drüber gesprochen. Ja, das schon, aber ich habe doch gesagt, du kommst aus Sachsenhausen und du kamst dort zur Welt. Ach so, kann man doch schon so gelten lassen und den Schwenk ins Ausland, den wollte ich ja gerade mit dir gehen. Deine Eltern waren oder sind Entwicklungshelfer. Genau. Deswegen ging es ab ins Ausland. Wie alt warst du da? Da war ich 3. Oh, krass. Also mit 3 Jahren sind wir das erste Mal ins Ausland und es ging dann weiter. Wenn du bei der GIZ heißt es heute, damals hieß es noch GTZ und ZIM, also Zentrale für internationale Migration und Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Und dann gibt es auch noch andere Anbieter wie der DED, Träger meine ich. Dann bist du immer nur für bestimmte Zeiträume in einem Land und dann wechselst du in der Regel auch den Träger nochmal. Ja. Okay. Und in Algerien war ich 3, bin ich in den Kindergarten gekommen, Nigeria wurde ich eingeschult, in der deutschen Schule Kaduna, dann bin ich nach Indien, da hat mich dann meine Mutter unterrichtet, da gab es nichts Anständiges und dann bin ich nach Peru, wo ich mein Abi gemacht habe. Das ist ja sowas von krass. Hast du die Sprache noch alle gelernt? Ich habe tatsächlich Englisch sehr gut gelernt und dann Spanisch sehr, sehr gut, ja. Mhm.
Und wann gingst du wieder zurück? Ich bin dann nach Frankfurt zum Studium. Zum Abi, ne? Ach, genau, ich habe mein Abi gemacht und dann habe ich ganz brav dann wieder zurück nach Hause gekommen. Und habe dann das glückliche Leben in Deutschland in der Freiheit gelebt. Okay. Weil natürlich in Peru war Sendero Luminoso, also der leuchtende Pfad, sehr aktiv, als ich dort war. Es gab wahnsinnig viel Bombenanschläge. Immer wenn ich ins Kino ging, musste man so seine Taschen erstmal zeigen, ja, ob da auch wirklich alles safe ist. Mhm. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen und das war total super, dann in Deutschland zu sein. Nee, man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, überhaupt ins Kino zu gehen. Stimmt, wo du sagst jetzt, habe ich es ganz vergessen. Da war doch was. Übermorgen machen sie ja wieder auf, zum Glück. Ey. Ja. Mann, oh Mann. Nee, echt, das wusste ich gar nicht. Ja, wir dürfen endlich bald wieder in die Kinos gehen. Toll, ja, ja. Bin ich dabei. Ja, supi. Aber erst mal zum Thema Urlaub. Was hast du studiert dann? Romanistik, romanische Sprachen und Literaturen. Ach du lieber Himmel, wieso genau. Das denn? Mit Schwerpunkt Frankophonie, Lateinamerikanistik und Geschichte. Was wolltest du denn damit lernen? Taxifahrerin und oder was? Ja, ich habe noch VWL dazu genommen, also nichts gegen die Doppelstudium, ne? Also, wollte ich gerade sagen. Also ja. Ich habe einfach meiner Leidenschaft gefolgt. Meine Eltern waren nicht so begeistert, glaube ich. Aber ich bin meiner Leidenschaft gefolgt und habe dann auch dann anschließend einen guten Job gefunden. Also ist nicht. Was denn für ein Job? Ich war erst tatsächlich, ich habe ganz, ganz anderes gemacht. Ich war in der Bankenbranche tätig und habe als HR. Ja, Frankfurt halt. Ja, ne? Klar. Habe in der Banken- und Beratungsbranche gearbeitet und das auch relativ lange, so 12 Jahre. Also ich bin jetzt erst seit 10, 12 Jahren selbstständig. Mhm. Und das wurde dann aber irgendwann, hat mir das nicht mehr so viel Spaß gemacht und dann habe ich mich umorientiert. Kaum zu glauben, ehrlich, der Job bei der Bank hat dir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ja. Okay, dann mal Spaß beiseite, wir kommen mal zu deinem jetzigen Business, was richtig toll ist, nachhaltiges Reisen, ohne mehr dafür zahlen zu müssen, haben wir eben schon drüber gesprochen, mit Atambo Tours. Atambo, ist das ein Begriff? Steckt da eine Bedeutung dahinter? Ja, das ist tatsächlich ein Begriff. Und zwar hat es was mit der Quechua-Sprache aus Peru zu tun. Mhm. Die Quechua-Sprache spricht man im Hochland Perus. Und Atambo, also Tambo ist der Ort der Ruhe, Ort des Friedens, wo die Chaski-Läufer sich ausgeruht haben, wie unsere Poststellen. Mhm. Und Atambo heißt zum Ort der Ruhe, zum Ort des Friedens, wo man sich ausruhen kann. Und da fand ich, das ist doch ein perfekter Name für jemanden, der lange in Peru gelebt hat und das Thema Peru natürlich auch wichtig findet. Ja. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Ehmann. Karen Wittel sitzt diese Stunde bei mir, Inhaberin von der Atambo GmbH bzw. Atambo Tours hier bei uns im Westend. Ein Reiseveranstalter, ist der nachhaltiges Reisen. Ja, achte darauf, dass ich Reisebüro sage. Ja, sehr gut. Genau. Nachhaltiges Reisen bietet ihr an, für das man nicht mehr bezahlen muss, finde ich eine ganz klasse Geschichte. Und ich habe auf eurer Homepage gesehen, bei den Reisedesignern nennt ihr ja. Ja, genau, ne? Wir machen alles auf Maß. Ja, da sind ein paar mehr Menschen abgebildet. Richtig. Auch ein paar mehr Menschen, die auch Wittel heißen mit Nachnamen. Ja, klar. Mein Sohn, der ist, also wir sind eine Patchwork-Familie. Mhm. Mein Mann hat noch 2 Kinder aus erster Ehe. Mhm. Die sind auch ganz super geraten und große Globetrotter. Ah, das ist ja fantastisch. Und einer von den beiden, der Niklas, der hat schon ganz oft geholfen und ist immer dabei und unterstützt. Ich hoffe ja, dass er dann auch irgendwann, wenn er fertig ist mit dem Studium, vielleicht sich dann für 100% für Atambo entscheidet. Aber das Hörst ist noch nicht du so das? Ganz raus. Was die Mama da sagt? Wo hast du deinen Mann kennengelernt? Auf Reisen? Nee, in der Bank. Okay. Dann kürzen wir das Thema hiermit ab. Aber zum Reisen bist du schon ein bisschen durch deine Geschichte gekommen, oder? Kann ja, man schon so sagen. Also, wir haben eben Eltern waren Entwicklungshelfer, du warst in Peru, Indien und Afrika und so weiter. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich mit meinem Mann zusammen bin. Also wir haben uns, oder andersrum, darüber haben wir uns kennengelernt, weil wir haben einen geschäftlichen Business-Termin gehabt, sind zusammen essen gegangen und haben sofort angefangen, übers Reisen zu sprechen. Jeder hatte ganz tolle Erfahrungen schon gemacht und das hat uns so verbunden, dass klar war, okay, wir gehören zusammen. Sehr schön. Ja. Tina Turner, Golden Eye, wollen wir jetzt hören, warum? Mhm. Für meinen Papa. Mein Papa ist leider letztes Jahr im März gestorben. Okay. Ganz überraschend. Mhm. Das ist sehr traurig, aber er hat Tina Turner geliebt. Okay. Und da dachte ich, das ist irgendwie cool, das sollten wir tun. Das machen wir auf jeden Fall. Hier kommt Tina Turner für den Papa und für die Karen Golden Eye hier bei Radio Frankfurt, Chef on Air. Und bei mir ist die Karen Wittel von der Atambo GmbH, Atambo Tours hier bei uns im Westend. Sie sorgt sich um ihre Tage am Meer und das
nachhaltig, ohne dafür mehr bezahlen zu müssen. Ihr bietet maßgeschneiderte Urlaube an. Ne? Wie funktioniert das bei euch? Also wie ich schon erzählt habe, wir sind Reiseveranstalter. Das heißt, wir sind nicht ein Reisebüro, das bestimmte Sachen wiederverkauft, die schon fertig zusammengeschneidert sind, sondern wir sprechen mit den Menschen und überlegen gemeinsam, was könnte der richtige Urlaub sein, wie könnte der aussehen, zum Beispiel eine Rundreise, und konzipieren das tatsächlich dann nach Wunsch. Ja, also eine Rundreise durch Peru oder Inselhüpfen Balearen oder Inselhüpfen Kanaren oder irgendwie eine schöne Rundreise durch Südafrika, egal was. Alles wird eben nur für diesen einen Kunden erarbeitet. Was war das Verrückteste, was du je geplant hast? Also eine Unterwasserhochzeit. Was? Wir machen auch Auslandshochzeiten. Ach, wie cool. Ja. Eine Unterwasserhochzeit. Ja, wir machen auch Auslandshochzeiten und sehr viel in der Karibik tatsächlich, auch Seychellen, Mauritius und so weiter. Und da gab es eben zwei Taucher, die wollten eine Eheschließung unter Wasser. Cool. Und da haben wir dann tatsächlich auch einen Standesbeamten gefunden, der dazu bereit war, das zu machen. Ja, also das war schon schwierig und auch grenzwertig und die Fotos sind nicht viel gut geworden. Aber, aber ja, das war, glaube ich, so eine der verrücktesten Sachen. Gab es auch ein Unterwasserbuffet? Nee, es gab, nein. Was war der coolste Urlaub, den du je gemacht hast? Oh. Es war mit Sicherheit sehr, sehr viele, aber erzähl mal wenigstens einen. Ja, eine Sache, die mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, war mein Besuch in Bhutan. Das war 2016, 2017. Und Bhutan ist tatsächlich so ein ganz kleines Land, ja, so ein Königreich, ne, so eingezwängt zwischen China und Indien. Und da ist die Zeit total stehen geblieben. Die Leute haben erst seit kurzem Telefon, seit kurzem Fernsehen, sind noch traditionell gekleidet und wahnsinnig nett und noch so gar nicht, wie soll ich sagen, so durch unseren ganzen Stress verseucht. Ja, also das Leben ist sehr gemächlich und das hat mich sehr beeindruckt. Wie sieht denn ein Urlaub aus, wenn du selber einen machst? Machst du überhaupt noch richtig Urlaub? Ja klar, ich muss doch alles selbst ausprobieren, bevor ich es verkaufe. Ja, okay, ich verstehe. Also ist immer Business, ist immer mit dabei, aber so richtig schön Urlaub machen kannst du auch. Wie sieht der aus bei dir in Urlaub? Wie sieht dein nächster Traumurlaub aus? Mein nächster Traumurlaub geht tatsächlich nach Kenia. Jetzt ganz in Kürze, jetzt in den Sommerferien, da freue ich mich sehr drauf. Und das ist ein klassisches Safari, eine Rundreise. Ich war in Kenia schon lange nicht mehr und dachte, jetzt möchte ich da mal wieder hin. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was man eben auch gerade, wo man gerade ist. Manchmal möchte man einen actiongeladenen Urlaub, manchmal eben weniger actiongeladen. Aber mein Herz schlägt so richtig für den Dschungel. Also ich bin so ein richtiges Dschungelkind, habe sehr viel Zeit im Dschungel verbracht, reise viel im Dschungel, mache Expeditionen auch im Dschungel, auch einmal querbeet, ja, auf dem Boot in der Hängematte oder auf dem Rücksitz, Ladefläche von einem LKW. Ah, so ein Pickup, ja. Okay. Ja, genau, also das ist, und natürlich dann auch querbeet richtig laufen durch den Dschungel. Also wenn du Dschungel sagst, muss ich direkt an diesen Verrückten in Brasilien denken, wo ich ein bisschen Schiss habe, dass er den kompletten Regenwald irgendwie abholzt. Ehrlich jetzt, lachst du? Ja, es ist so. Aber welcher ist dein Lieblingsdschungel, jetzt wo ich schon mal eine Dschungelexpertin bin, und ich muss auf jeden Fall irgendwann mal einen Dschungel besuchen, am besten mit meinen Kindern. Man sollte halt immer gucken, ob man, also den Primärurwald einmal gesehen zu haben, finde ich schon schön. Da gibt es natürlich auch keinen Massentourismus, der wird schon selektiert dadurch, dass einfach es sehr schwierig ist, dorthin zu kommen und es auch sehr teuer ist. Ja. Aber ich habe gerade einer Kollegin, der Ronny, erzählt, wenn man dann einmal vor so einer riesen Zeder steht, die so breit ist wie dein ganzes Büro hier und Kirchturm hoch. Ja. Und dann fühlst du diese Macht der Natur und diese... Klingt super. Wo war das? Sag Wahnsinn. Mir mal eine ist Location. Peru. Super. Also ein Dschungel. Mein Herz schlägt für Peru. Wo du ja auch Abi gemacht hast. Ja, ne? Genau. Schnitzel in Amazonas. Du hast noch eine Story auf dem gemacht. Was hat das mit Schnitzeln in Amazonas auf sich? Können wir die auch noch unterbringen? Ja, die können wir unterbringen, wenn die Zeit reicht. Es gibt in Peru eine kleine Enklave, ein deutsch-österreichisches Örtchen, das vor 250 Jahren von Aussiedlern gegründet wurde. Die haben in Peru Land versprochen bekommen, sind dann dorthin. Von 2000 Leuten sind nur 200 angekommen, weil man musste über 5000 Meter sich dann hinabschlängeln ins Amazonasbecken. Das war sehr, sehr aufwendig. Und bis in die 70er Jahre waren die fast komplett von der Zivilisation abgeschnitten, weil es keine Straße gab. Und da hat sich eben noch alte
deutsch-österreichische Traditionen haben sich dort gehalten. Unter anderem auch das Schnitzel und den Bananenstrudel. Und man spricht Bananenstrudel ja. statt Apfelstrudel. Ja, und man natürlich. Spricht ein ganz altes, ja, so ein ganz altes Deutsch. Wir haben durchaus auch mal Sprachforscher da, die dort ihre Sachen machen. Und ja, ich habe da ein kleines Hotel im Ich wollte doch gerade sagen, an Touren dorthin kann man bei dir buchen. Es klingt alles so toll. Freue mich sehr, dass du mein Gast gewesen bist, Karin, hier. Gerne. Nachhaltiges Reisen, ohne mehr dafür zu bezahlen. Das bekommt ihr bei der Atambo GmbH, bei Atambo Tours im Westend hier in Frankfurt. Natürlich auch im Internet zu finden unter www.atambo.de. Und die Karin sucht noch dringend einen Auszubildenden Stimmt. oder eine Auszubildende. Auf jeden Fall dort melden, weil wenn Urlaub machen, dann so. Richtig geil. Schön, dass du mein Gast gewesen bist. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Wir spielen noch einen Musikwunsch für dich und zwar Creme de la Creme. Ich lehne mich zurück. Hier bei genau. Stefan Ehr auf Radio Frankfurt.